Na, guck mal einer, schau. Da startet man das Spiel und wird direkt mit Post begrüßt. Ist doch schön. Hallo Leute, willkommen zurück zu einem brandneuen Part The Legend of Zelda. Wie habe ich das The gerade bitte ausgesprochen? The Legend of Zelda, The Wind Waker HD. Und natürlich mit einem guten Morgen werden wir begrüßt. Ich habe Post für Sie. Hier ist Ihr erster Brief. Oh, es gibt mehrere. Cool. Lieber Marvin. Die Tatsache, dass du diesen Brief gerade in den Händen hältst und liest, bedeutet, dass du Gebrauch von unseren Briefkästen machst. Wir stehen wirklich tief in deiner Schuld. Ich entschuldige mich aufrichtig dafür, dass wir keine Gelegenheit hatten, dir unseren Dank gebührend auszudrücken. Wir können leider nicht viel für dich tun, aber falls dir jemand einen Brief oder eine Postsendung schickt, werden wir dafür sorgen, dass du die Sachen in einem Briefkasten in deiner Nähe in Empfang nehmen kannst. Sollte der Briefkasten also ungeduldig herumzappeln, wirf doch bitte einen Blick hinein. Ich bin mir sicher, du hast noch eine lange Reise vor dir. Ich habe dem Brief eine Kleinigkeit für dich beigelegt. Ich hoffe, dass sie dir nützen wird. Bitte nimm es als kleines Dankeschön an. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem ich dich wieder bei uns begrüßen kann. Ich wünsche dir alles nur erdenkliche Gute für deine Reise. Gezeichnet Komoris Vater. Das ist aber nett von ihm. Und da legt er sogar ein Herzteil mit zu. Das ist doch schön. Geil. Ja, es ist in diesem Spiel natürlich auch so, dass es 4 Herzteile gibt. Wir haben 1. Das ist jetzt nicht wirklich gut, aber wir arbeiten dran, Leute, wir arbeiten dran. Alles gut. Und wo wir jetzt auch noch eben dran arbeiten müssen, ist relativ einfach erklärt. Ich habe das Nasenbluten übrigens wieder in den Griff gekriegt. Wir müssen zur Nintendo-Galerie, die dort ist, auf dieser Insel. Das ist natürlich mit unserem kompletten neuen Waffenarsenal gar kein Problem mehr, ne? Also wirklich. So. Müssen wir halt nur noch eben kurz hinlatschen. Wie wir da hinkommen, ist auch ganz einfach eigentlich. Wir müssen einfach nur noch ein bisschen höher, als wenn wir zum Dungeon gehen würden. Aber das ist im Prinzip auch kein Problem. Also machen wir uns da auch mal gar keine Sorgen drum, wa? Mich wundert nur gerade ein bisschen, es sind hier gar keine Gegner, also gar keine Octo-Rocks mehr. Warum auch immer, keine Ahnung. Aber gut, es ist nicht so, dass ich mich deswegen jetzt irgendwie beschweren möchte. Nein, nein. Bin sogar eher dankbar. Die haben den Aufstieg nämlich doch ein wenig stressiger gemacht. War mir aber gar nicht bewusst, dass die weggehen, nachdem wir den Dungeon fertig haben. Tja, man lernt eben nie aus, Leute, ne? Ich hatte gerade übrigens auch schon ganz kurz Angst, weil ich wollte eine Aufnahme starten. Und ich mache das halt immer so, ich lasse den OBS auf dem zweiten Monitor laufen. Dass ich genau sehen kann, ob ich aufnehme, wie lange ich aufnehme, ob alles auch so aufgenommen wird, wie ich das möchte. Ich habe übrigens den Schärfefilter wieder rausgenommen, weil das sah alles doch irgendwie ein wenig zu körnig aus und da hatte ich keinen Bock drauf. Aber das ist ja auch so ein Ding, dass ich mich auch selber ein wenig ausprobieren möchte. Aber gut, darum soll es auch gar nicht gehen. Auf jeden Fall, wenn ich dann mit meiner Capture Card, also der Avamedia Live Gamer HD, was aufnehme, dann muss ich halt auf meinem Hauptmonitor die Quelle wechseln, das ist dann in dem Fall HDMI 2. Und dann zeigt er mir in OBS eigentlich auch schon direkt das Bild an. War aber nicht so. Jetzt hat er gesagt, ja, also ich finde kein Signal. Das hat sich auch gut hingezogen. Das war ein bisschen scheiße auf jeden Fall. Aber ich habe es hingekriegt. Insofern alles gut. Ich habe einfach das Videoaufnahmegerät gelöscht in OBS. Und dann habe ich einfach das nochmal hinzugefügt. Ja, und dann lief es auch. Ich habe auch noch die Kabel gecheckt, ob die alle richtig sitzen. Ja, saßen sie. Batz! Aua! So, und um das hier aufzumachen, diese Luke hier, müssen wir den Schalter da oben aktivieren. Das sagt er hier uns aber auch, glaube ich. Das gerade war ja Wahnsinn! Du bist echt geflogen? Ja. Na, wenn du schon fliegen kannst, meinst du, du könntest dann auch den Schalter da oben betätigen? Was? Du kannst keinen Schalter sehen? Den da oben meine ich. Da oben auf Tantopia. Hast du vielleicht ein Fernrohr? Brauche ich nicht. Ich weiß, wovon du sprichst. Ja, kann ich. Ich glaube, mit dem Boomerang reicht es sogar tatsächlich gar nicht. Nee. Das ist out of range. Aber gut, ist auch kein Problem. Dafür haben wir uns ja extra die Putt-Putt-Früchte geholt. Die wir jetzt natürlich auch einsetzen werden. Ja. Und jetzt hören die Möwen auf uns. Jetzt ist mein ganzes Geschick als Möwenflüsterer gefragt. Aber das sieht doch gut aus, oder Leute? Das sieht gut aus. Ich wollte gerade sagen, hä? Unsichtbare Wand?
Und jetzt haben wir nämlich auch eine schöne Abkürzung, das heißt, wir können hier ganz einfach wieder herkommen. Und ich werde das jetzt für den Part eben ganz kurz machen, dass ich es euch einmal zeigen werde. Aber es ist prinzipiell. Ja, wie soll ich sagen? Ist prinzipiell eigentlich jetzt nicht das Spannendste. Also werde ich es jetzt halt auch nur einmal zeigen und dann werde ich die Offscreen eben immer erweitern, ne? So, ich sollte meine Fotobox erstmal eben ausrüsten. 5 Fotos haben wir. Willkommen! Sei mir gegrüßt in meiner bescheidenen Nintendo-Galerie, deren detailverliebte Figuren das Herz eines jeden wahren Kenners höher schlagen lassen. Dich sehe ich hier zum ersten Mal. Werd dich empfohlen? Was soll das denn heißen? Aber du bist mir natürlich höchst willkommen, um die Wahrheit zu sagen. Ja. In letzter Zeit fehlt es mir an inspirierenden Vorlagen und ein beträchtlicher Mitgliederschwund ist nicht zu leugnen, woran das wohl liegen kann. Ah, übrigens, wurdest du über die hiesigen Mitgliedschaftsbedingungen aufgeklärt? Nein. Die Figuren, die ich hier ausstelle, entstehen nach Lichtbildern meiner Mitglieder, also ich. Wer mir also ein originelles und inspirierendes Lichtbild bringt. Entschuldigung. Erweckt den Schaffensdrang in mir. Und damit erwirbt er die Mitgliedschaft. Und kann sie nach Lust und Laune frei in den Ausstellräumen bewegen. Sag mir, hast du vielleicht ein solches Lichtbild bei dir? Klar. Ich nehme mal das hier. Oh, geil, Mann! Ja, da brauchst du nicht gleich kommen. Welch inspirierendes Motiv. Mich kribbelt's in den Fingern. Ja, solange es nur da ist, ist alles cool. Ich muss sofort eine Figur daran fertigen. Dann lass mich mal ein zeitloses Kunstwerk erschaffen. Wie sagtest du, war der Name gleich? Marvin? Marvin, ab heute darfst du dich auch zu meinen Mitgliedern zählen. Damit wären wir dann schon mal zwei. Bis morgen soll ich deine Figur fertig haben. Solange musst du dich leider gedulden. Genau. Und ich glaube, es war so. Warte mal. Kann ich ihm. Ja, kann ich. Okay, ich kann direkt schon alle Figuren abgeben, das ist gut. Weil sonst wäre das ein bisschen stressig gewesen. Ich kann nämlich die Zeit. Hä? Hab ich? Habe ich ihm das schon mal. Hä? Bin ich lost? Habe ich ihm das jetzt echt schon gezeigt? Naja, gut, dann ist das wohl so, ne? Und wenn nicht, den Gegner kann ich immer wieder fotografieren. Insofern, das passt dann schon. So, dann fertige mal an, ne? Ja, und prinzipiell, mehr können wir nicht machen. Das sind die Ausstellungsräume, die hier überall verteilt sind. Da sind die ganzen Figuren daneben ausgestellt. Ist eine ganz nette Sache. Gab's auch schon in Minish Cap. Und ich will jetzt natürlich noch eben. Ach ja, der rote Löwenkönig steht ja jetzt hier unten. Ich will natürlich auch jetzt noch eben ganz kurz die Insel auf der Karte anzeichnen lassen. Dann wurde diese Insel also auch von Ganon überfallen. Er wird doch nicht im Begriff sein, seine Macht wieder erstarken zu lassen. Warum sollte er das nur tun? Marvin, der letzte Diamant verbirgt sich nordwestlich von hier. Verliere keine Zeit und setze sofort Kurs. Okay. Aber wie gesagt, erstmal der Fisch und dann. Vielleicht soll ich eben auch ganz kurz Futter dafür ausrüsten. So. Unsere letzte Ration sogar, zumindest von der. Von dem Stack. So, jetzt kommen wir eben in meinen Dunstkreis. Da ist er auch schon. Lass es dir schmecken. Und ja, das Futter verschwindet auch nach einer Zeit wieder. Also da sollte man schnell sein und präzise werfen. Hey, Jungchen! Ich weiß Bescheid über dich. Du hättest die Region hier gerne auf deiner Seekarte eingezeichnet. Und dazu noch eine nützliche Info, wa? Na, dann falt doch erstmal deine Seekarte auf. Ich wollte gerade sagen, was ist jetzt los? Auf Isla Bomba, ein bisschen nördlich von hier, habe ich einen fliegenden Händler gesehen. Der hatte einen Rucksack um, der noch größer war als er selbst. Was wollte der wohl bloß auf der abgelegenen Insel dort? Tja, die Welt ist eben voll merkwürdiger Gesellen. Das stimmt. Das wär's soweit von mir. Falls du die Information noch einmal hören willst, musst du schon eine zweite Portion Futter springen lassen. Nein, alles gut. Mit leerem Bauch ist nämlich nicht gut aus dem Nähkästchen plaudern, du verstehst? Klar und deutlich. Also dann, bis die Tage. Jupp, ciao. Gut, also nordwestlich des Siehe. Das heißt, ich muss einmal eben ganz kurz dahin drehen. Das sollte
Das ist schon mal absolut falsch. Das sieht schon besser. Ach, der Kurs stimmt sogar schon. Jawohl. Ja, Leute. Das ging doch schnell, oder? Ein Herzchen haben wir auch noch gekriegt. Super. Also bin ich bis jetzt top zufrieden. Ich kann mich da nicht beklagen. Und wir schippern jetzt gerade übrigens auch eine Insel an, welche... Ich kann ja schon mal ein bisschen vorgreifen, ne? Aber diese Insel, die wir gleich anschippern, oder an der wir vorbeifahren, besser gesagt, die kann mal uns gehören. Und dafür sammle ich die Glücksamulette. Das ist der ganze Trick dahinter. Und ich werde auch gleich, oder was heißt gleich, wahrscheinlich wird das erst im nächsten Part was werden, werde ich auch mal investieren in ein Segel. Also werden wir mal ein wenig an einer Auktion teilnehmen, die ja in Portmonee immer abends stattfindet. Das trifft sich sehr gut, weil wenn wir gleich da sind, dann, also wenn wir da später hinkommen, dann ist es auch Abend. Dementsprechend können wir das dann auch direkt machen, das ist super. So, wir müssen halt nur immer ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht in irgendeinen Wirbelsturm geraten. Diese kleinen Dinger, die sind ja alle kein Problem. Da wechselt sich eben der Kurs, aber das ist dann auch schon alles. So, das ist die Richtung. Aber der Große, der ist schon ein bisschen gemeiner, sag ich mal. Den haben wir noch gar nicht gesehen, ne? Aber haben wir schon mal von gehört, von Dings hier, dem Windgott. Ganz vergessen, wie der heißt. Ich weiß, dass sein Bruder Cyclos hieß. Aber wie der hieß, ja, keine Ahnung. So lange ist es gar nicht her, ne? Naja, ist aber auch nicht weiter wichtig. Wir sind halt echt mega langsam unterwegs, ne? Meine Güte. Aber wenigstens haben wir schöne Kompanie von Möwen. Das macht den Seemannsalltag ein wenig abwechslungsreicher. Mir gefällt gerade tatsächlich ganz und gar nicht, was hier abgeht. Man muss sagen, mit den Items, die wir jetzt haben, dem Boomerang zum Beispiel, ist es uns möglich, uns auf jeden Fall vor eventuellen Gegnern zu behaupten. Ihr werdet schon wissen, was ich meine. Aber das sieht noch relativ gut aus. Ich frage mich, warum. Oh, ein Terry-Händler. Mitten im Nirgendwo. Ich meine, da ist nix. Absolut nix. Warum ist da ein Terry-Händler? Ja, Leute, alles zu späteren Stund. Ja, das kommt sogar echt hin. Ja, wie gesagt, noch sieht es danach nichts aus, aber na, abwarten, abwarten. Das wird schon ganz interessant werden. Und wird dann auch relativ schnell der Dreh- und Angelpunkt des ganzen Spiels. Aber wie gesagt, ich greife da jetzt auch nicht weiter vor. Es ist halt jetzt nur eine extrem lange Seefahrt. Ich lege den Controller mal zur Seite. So. Und sonst so. Alles gut. Ja, jetzt kommen die Smalltalk-Versuche. Ja, wir sind gleich da, Leute. Ich muss übrigens mir echt mal was einfallen lassen wegen diesen Scheiß-Innies. Das geht mir so dermaßen auf den Sack. Das ist Wahnsinn. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mir nicht eventuell ein zweites Headset hole, was dann einen Klinkeanschluss hat, was ich dann in den Monitor anschließen kann. Oder dann, wenn es das gibt, ein Klinke zu USB-Adapter. Ich habe mein Handy jetzt gerade nicht hier, das heißt, ich kann nicht googeln. Aber gut, wir sind gleich eh da. Das wäre halt schon die Lösung. Mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Dann kann ich mein Headset benutzen. Ich weiß nicht, wenn es so einen Adapter gibt, wie viel kosten die? Müsste ja eigentlich nicht so viel sein, ne? Also auf jeden Fall bezahlbar. Und es gibt ja mittlerweile eigentlich alles. Ja, wir hätten die Insel auch schon mal einzeichnen können, aber nö. Das machen wir später, wenn wir da auch wirklich hin müssen. So. Ich wollte gerade sagen, der fliegt auch hübsch vorbei, oder? Sind prinzipiell aber auch nur die Dinger. Die Dinger in groß, die wir auch gerade schon auf Tantopia gesehen haben, geben aber ein bisschen mehr Geld. Ein Fuffi war da gerade, aber ja. Leute, wir sind fucking reich. Also alles gut. Naja, gut, ob man jetzt sagen kann, dass wir mit 278 Rubinen reich sind. Wage ich mal doch zu bezweifeln. Gehst du denn bitte weg? Aufdringliches Ding. Ich frage mich halt immer nur, warum hat er das Bild nicht angefertigt? Ich bin mir sicher, dass wir ihm das noch nicht vorgezeigt haben. Also, ja, keine Ahnung.
Werde ich an der Aufnahme auf jeden Fall sehen, werde ich auf jeden Fall auch nachprüfen. So viel steht schon mal fest. Oh, die Insel sieht interessant aus, wenn ich das mal so sagen darf. Sehr interessant. Bisschen kaputt irgendwie, oder? Land in Sicht. Was ist hier geschehen? Okay, ich bin nicht der Einzige, dem es auffällt. Ach du heilige Scheiße. Wir sind auf Ichthusk. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Was ist hier nur geschehen? Die Insel. Sind wir zu spät? Ja, entweder das oder das war einfach nur mal eine random Machtdemonstration von Ganondorf. Ich hatte mit dem Schlimmsten gerechnet, aber das übertrifft sogar noch meine kühnsten Befürchtungen. Auf dieser Insel lebte Yabu, der Hüter des Wassers, aber so wie sie die Dinge darstellen, können wir nur mehr bangen. Hey Marvin! Ich bin's! Hey, Lassiel oder Lassiel. Na Mann, alles schön? Hier bist du also, ich hab nach dir gesucht. Du suchst doch Yabu, den Hüter, oder? Richtig. Nun, bedauerlicherweise wirst du ihn hier nicht finden. Wirklich ein furchtbarer Anblick. Alles liegt in Trümmern. Das waren sicherlich diese Ungeheuer aus der verwunschenen Bastion. Aber keine Angst. Sie hatten es zwar auf Yabu abgesehen, aber er konnte an einen sicheren Ort fliehen, bevor der Angriff auf die Insel hier begann. Du wirst ganz schön überrascht sein, wenn ich dir sage, wohin er geflohen ist. Auf deine Heimatinsel. Ach du Scheiße, das ist denkbar ungünstig, wenn die Leute von Ganondorf den haben wollen, dann ist meine Heimatinsel, glaube ich, auch in ziemlich großer Gefahr. Nach Präludien. Aber selbst wenn du nach Präludien fährst, wirst du Yabu nicht treffen können. Die Höhle, in der Yabu sich versteckt hält, wird von einer schweren Steinplatte blockiert. Sie macht es unmöglich, von außen hineinzugelangen. Nicht einmal die Piraten waren in der Lage dazu. Verzeih mir, Marvin. Ich dachte, die Piraten wüssten, wo du dich aufhältst, also habe ich ihnen leichtsinnigerweise alles erzählt. Ich habe keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben, aber sie sind sofort nach Präludien aufgebrochen und haben versucht, selber in die Höhle zu gelangen. Letzten Endes war es ihnen aber nicht möglich, die Höhle zu betreten, und so fuhren sie nach Portemonnaie. Willst du Yabu treffen, dann solltest du die Piraten in Portemonnaie im Auge behalten. Irgendwie eine unheimliche Insel. Draußen auf See scheint die Sonne, aber hier hängen die schwarzen Wolken und es regnet unaufhörlich. Da fällt mir ein, Valu, der mich bat, diese Geschichte an dich heranzutragen, sprach davon, dass diese Insel verflucht sei. Ach, Mensch. Du solltest dich hier nicht zu lange aufhalten. Jedenfalls habe ich dir die Sache mit Yabu berichtet. Danke, Mann. Gut, dann werden wir natürlich auch mal seinem Rat definitiv Folge leisten. Oh boy. Ja, Roter Leuenkönig, das klingt ja alles gar nicht so gut, außer dass Yabu am Leben ist. Aber dass der sich unbedingt auf meiner Heimatinsel es gemütlich machen musste, finde ich nicht so gut. Seine Weisheit und sein Gespür, die er im Laufe seines langen Lebens entwickelt hat, haben ihn also Ganons Übergriff voraussehen lassen. Höre auf die Worte eines Mannes vom Volke der Orni. Die Piraten wissen etwas über die Höhle, die dem großen Yabu als Unterschlupf dient. Du solltest zuerst nach Portemonnaie fahren und dich dort ein wenig umsehen. Genau, das machen wir jetzt auch noch, wobei erstmal tragen wir die Insel auf unserer Seekarte ein. Ganz wichtig. So, einmal in den Futterbeutel rausholen. Jetzt wird erstmal der Fisch gesucht. Neptunos heißen die Dinger, glaube ich, ne? Ja. Genauso heißen sie. Und ich glaube, ich habe ihn da gerade schon aus dem Wasser hüpfen sehen. Ja, da ist er. So, wir segeln mal hin, geht ein bisschen schneller. Ich habe jetzt keinen Bock, die Windrichtung zu ändern. Muss ich gleich sowieso, aber den habe ich mir einmal gespart, ne? Ist zwar ganz schön weit weg von der Insel, aber das macht nichts. Das ist trotzdem immer noch derselbe Dunstkreis. Oh, das ging fix. Da habe ich richtig präzise geworfen, wa? Hey, Jungchen! Ich weiß Bescheid über dich. Ja, komm. Na dann, Seekarte, weiß schon Bescheid, ne? Jupp. Komm noch mal nachts hierher, wenn der Mond links ein klein, wenn dem Mond links ein kleines Stückchen fehlt. Dann kannst du es sehen. Das wär's soweit von mir. Falls. Ja, genau. Ja, ich verstehe. Bis die Tage. Tschüss. Ja, also Portemonnaie. Jupp, die Richtung. Okay, dann machen wir erstmal wieder den Wind ändern.
Und der Part ist aber auch vorbei, Leute. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's auf jeden Fall gut. Ciao.